Macht's auf jeden Fall nicht wie der Barbar, sondern lasst den Abonnieren-Knopf einfach heile und ihr braucht einfach nur klicken. Also lasst ihn heile und haut da nicht so mit dem Hammer bzw. mit der Faust drauf. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash von der Stange mit mir, dem Thorsten. Ja, warum eigentlich Clash von der Stange? Ich hatte gestern den Streamtitel mal so gewählt, also auf den Donnerstag. Stream ist eigentlich nicht die Regelmäßigkeit, allerdings war ich am Mittwoch so schlecht drauf, dass ich den Leuten das eigentlich schuldig war, dass ich mit den streame, muss ich sagen, weil Sonntag wie Mittwoch möchte ich nicht nochmal haben. Muss ich wirklich sagen, erstmal Angriffe verhauen ohne Ende. Dann spinnen auch noch meine ganzen Authentifikations-Apps auf dem Handy. Die waren nämlich alle leer. Und ihr wisst, dann müsst ihr irgendwelche Schlüssel haben, um die wiederherzustellen. Dann kam noch oben drauf, einen Tag später, dass meine Software hier spinnt. Das heißt, meine Software zur Einstellung von der Webcam, die macht auch einfach nicht mehr weiter. Ja, die ist in so einem Dauerschleifenmodus. Also irgendwie war da so der Wurm drin und das hat man mir leider angemerkt. Und das tut mir an der Stelle eigentlich ein bisschen leid. Was heißt eigentlich? Es tut mir natürlich ein bisschen leid, weil ich eigentlich nicht so bin. Ich bin eigentlich ein ganz gelassener Typ. Mich bringt nicht viel aus der Ruhe, aber das hat mich mal ein bisschen aus der Haut fahren lassen. Deswegen habe ich dann den Donnerstag genutzt, um die Wogen mit euch wieder zu glätten. Aber warum eigentlich Clash von der Stange? Ja, weil letztendlich mache ich auf meinem Kanal einfach nur Clash of Clans. Also gar nicht mal so was Besonderes. Das kann ja jeder von euch eigentlich auch machen. Und allerdings, ein bisschen Arbeit ist immer dabei. Das macht mir jetzt nicht so viel aus, aber es macht ja auch Laune hier. Ich glaube, Clanstadt habt ihr bei mir auch noch nie in einer Folge gesehen, außer als die Clanstadt, glaube ich, rauskam. Und ich glaube, nach wie vor ist der Friedhofsserver immer noch zu stark. Da muss Supercell nochmal nachbessern, denke ich mal, denn ich glaube, den nutzt hier im Moment so ziemlich jeder nach wie vor. In den Dörfern bzw. bei den Angriffen hier, mal mehr, mal weniger Barbaren, mal mehr, mal weniger von den Magiern, aber letztendlich muss man wirklich sagen, wenn man nur spammt, und ich bin ja jetzt nicht, also tatsächlich bin jetzt nicht so der Ultrafreund der Nachtdörfer hier, dann kann man das mit dieser Strategie hier immer noch sehr, 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 sehr mega gut machen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so es drauf anlegt, dass man unbedingt viel Medaillen hier scheffeln will oder viele Punkte hier machen will. Letztendlich geht es ja darum, dass wir hier gemeinschaftlich etwas schaffen. Und hier bei den Herausforderern sieht das sehr, sehr gut aus. Ihr seht das hier. Ich muss das manchmal auch gerne belächeln. Was das für eine Wuselei ist hier in der Clanstadt. Aber wir haben jetzt auch, ich glaube beim letzten Mal, jetzt schon über 1000 Medaillen bekommen. Ich glaube 1209. Man kann das leider nicht mehr im Nachhinein nachgucken, wie viel gab es denn vorher. Entweder hält man das mit dem Screenshot nach oder aber man weiß es, aber ich glaube es waren bei uns 1209. Müsste ich jetzt lügen und das finde ich eigentlich schon in Ordnung an der Stelle. Und da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Wir sind hier auch, ja, ich glaube, relativ gut beisammen, dass es hier auf den Endlevel irgendwann mal geht. 173 Buildings nur noch, okay. Das ist ja nix. Das machen wir dann locker in den Klönspielen. Ja, Klönspiele und Clash von der Stange gibt es jetzt am Wochenende dann auch wieder, am Freitag und am Samstag. Auch am Samstag will ich da ein bisschen mit euch so ein paar Punkte reinfarmen und natürlich ein bisschen die Clash-Welt hier genießen, vielleicht auch wieder mal ein bisschen mit euch über das Update sprechen, was ja ansteht, wo wir immer noch kein Datum zwar haben, aber wir ja schon in etwa so wissen, was so ein bisschen kommt, wenn ihr auf der Clash of Clans YouTube Seite übrigens seid oder auch auf Twitter, da kommen immer so kleine Hints schon, ja, da kommen immer schon so kleine Hints in Bezug auf die Clanstadt und
Finde ich sehr, sehr gut. Also nicht, entschuldigt, nicht auf die Kleinstadt, auf das Dunkeldorf, also aufs Nachtdorf. Und ja, ich mag das, diese kleinen Folgen, die so 15 Sekunden gehen, aber doch sehr, sehr aussagekräftig, sind auf jeden Fall aussagekräftiger als das, was ich hier gerade mache. Und ich habe ja gestern schon eine Blimp verheizt in meiner Videofolge. Und abends habe ich noch, also am Mittwoch, habe ich ja in der Videofolge eine Blimp verheizt und abends habe ich noch mal mit dem gleichen Rathaus, exakt das gleiche Rathaus, wieder die Blimp versemmelt. Also Blimp versemmeln ist im Moment mein Hobby hier, eine nach der nächsten. Aber die Leute trösten mich ja auch: Ja, Toto, ich versemmel auch mal eine Blimp. Ja, ich möchte das aber nicht. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte auch mal, dass der Blimp durchkommt. Ja, gestern kamen auch so ein paar Blimps von mir durch. Also ganz so schlimm ist es nicht. Das sieht gut aus hier, 14 auf 14. Der ist jetzt auch noch nicht so weit. Das macht aber nichts. Und dann kommt auch immer Thorsten, der hat ein Loch in der Base. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen was ausgelöst, weil der dort ein Loch in der Base hatte. Und den nehmen wir schon mal nach oben. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da oben die Helden, da. Wo sind die Feger? Oh, da sind die Feger, okay. Dann wollen wir natürlich nicht entgegen der Feger fliegen, sondern ich würde sagen, wir gehen. Tja, wo gehen wir jetzt eigentlich rein? Ah, okay, dann gehen wir da rein. Dann gehen wir da rein. Alles klar. Dann gehen wir da rein. Mal sehen, wie weit das Ding fliegt hier. Okay. Das sieht aber noch ganz gut aus. Sehr schön. Ja, wir kommen natürlich, war vermutlich nicht wirklich ans Rathaus dran, oder? Also, da ist unsere Blimp nicht weit genug geflogen gerade. Da ist die Blimp nicht weit genug geflogen. Da müssen wir hier halt anders ans Rathaus kommen. Aber so ein bisschen haben wir schon geschafft. Und wir nehmen hier auf jeden Fall noch so den einen oder anderen Helden raus, würde ich sagen. Einmal den gespielt hier. Queen hinterher. Und dann können wir mit dem hier, glaube ich, so ein bisschen aufräumen. Jawohl, das sieht gut aus. Scattershot ist da schon am Start, aber es wäre noch ganz schön, wenn die Prinzessin noch weggehen würde dort. Das wäre auf jeden Fall optimal, wenn wir die noch schaffen würden. Das sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Dann können wir hier hinten eigentlich schon mal so ein bisschen clean absetzen. Da haben wir die Prinzessin. Ja, jetzt habe ich da zwar noch mal einen Headhunter gezogen, aber wäre gar nicht so notwendig gewesen. Und ich gehe hier jetzt auch über diese Front rein, auch wenn wir jetzt vermutlich gegen die Feger müssen. Gucken wir mal. Den Royal Champion hinterher. Schnell mal unsere Queen gezündet. Und da ist der Feger. Da ist der böse Feger. Die gehen jetzt auch schon nach da drauf. Da hinten ist alles frei. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch ganz gut aus hier, Leute. Dass wir hier auf jeden Fall das Rathaus noch kriegen und die wir brauchen für das Clanspiel ein wenig kleine Punkte, kleine Leute, also für das ganz normale Clash of Clans Wahnsinn hier, was man jeden Tag hat. Und gestern habe ich auch gesagt, dass man hier bei Clash of Clans mittlerweile so, na, also man kann sich ja nur wiederholen, so viele Möglichkeiten hat, sich den Tag hier zu versüßen mit Clanstadt jetzt wieder am Wochenende, mit normalen Clankriegen, mit normalen Farmen, mit den Clanspielen, mit dann wieder am Monatsanfang Liga. Wir gucken gleich mal, wie alt der Monat eigentlich noch ist, aber den haben wir ganz gut mitgenommen hier und wird wahrscheinlich ein kleiner Timefail. Okay, mein Hund hat sogar überlebt, alles klar. Er klappt ja doch mit der Blimp, ne? So, da habt ihr's. Es geht ja doch. Jetzt kann ich nicht nachtrainieren, weil ich nichts mehr booste. Den boosten wir. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie boosten wir den? 22 Stunden noch. Ja, da holen wir noch reichlich Dunkles hier rein. Das heißt, wir können den ruhig mit Dunklen weiter boosten. Ja, so ist das, so geht das hier eigentlich ganz gut los. Und ich bin nach wie vor nicht so jetzt ja, auf das Nachtdorf 2.0 drauf aus. Das heißt also, ich bin jetzt nicht so gehypt, ne? Das hört er sicherlich auch auf. Vielleicht überzeugt er mich einfach vom Besseren oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube auch das Nachtdorf gehört dann irgendwie zu der Kategorie Clash von der Stange.
Und so wie ich das sehe, was habe ich denn hier eigentlich? Yetis. Dann machen wir die Yetis hier weiter. Jo, also heute Abend, wie gesagt, Klönspiele, Freitag und Samstag. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr so ein bisschen mit dabei seid, also auch hier mal aus eurer YouTube-Schlafecke kommt, also raus aus der Komfortzone, so wie es immer auf meinem Zettelchen steht, und kommt mal mit in den Stream rein. Würde mich wirklich super, super freuen, da mal ein paar Zuschauer zu sehen, die das vielleicht gar nicht kennen und vielleicht auch gar nicht so die Atmosphäre noch nie aufgesaugt haben dort. Macht immer Laune, wenn ich gute Laune habe. Ich hatte jetzt einen Tag mal nicht so gute Laune, hab's dann wieder gut gemacht und hab jetzt immer wieder gute Laune, weil es macht natürlich unheimlich Spaß, mit euch zusammen zu clashen und nicht immer das Ganze so ein bisschen alleine zu machen. Wenn euch die Folge so zum Wochenende hin ganz gut gefallen hat, dann lasst mir ja wie der Baba am Anfang einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben, Twitch.tv, schräger Toto clasht, heute Abend so ab 19, 20, 21 Uhr, je nachdem, einfach dort followen, Glocke anstellen, dann verpasst du auch keinen Start. Und dann würde ich sagen, bis dahin, danke, danke, euer Toto, clasht.